Nach monatelangem Beef treffen Manuelsen und Bösemann endlich im Ring aufeinander und wir sind mal wieder live dabei. Wohin geht's denn eigentlich gerade? Wir gehen erstmal kurz hinter die Kulissen zu Manu. Schauen mal, wie er sich vorbereitet und wie er sich fühlt. Ne? Alles gut? Bei dir? Alles gut? Wie nicht? Das Training die letzten Wochen war gut? Ja, viel Technik. Keine Feinheiten noch. Nervosität so, kommt schon langsam. Bisschen Anspannung, aber jetzt so eine Nervösung nicht. Ich will gar nicht lange aufhalten. Ich wollte nur kurz. Willen, alles gut, abchecken. Ich freue mich, dass du da bist, Bruder. Ich natürlich, ja. Mann. Ich habe gesagt, ich komme und schaue mir das auf jeden Fall an. Ja, Manuelsen sieht auf jeden Fall fit aus. Sieht motiviert aus. Und ich bin ehrlich gespannt, ja. Es wird geil. Der hat ihn mal ganz kurz überrollt. Das war, was waren das, 15 Sekunden? Junge, ich glaube, der hat 30 Schläge direkt zum Gesicht weggetankt. Wo wir uns dabei, damals beim Sturm-Event, beim Sturmkampf gesehen haben. Ich schwöre es dir, wie du jetzt aussiehst. Beste Mann, ich schwöre es dir. Ja, ich bin Bro, auf, wenn ich weiß, ich würde jetzt rot werden, aber ich kann nicht, Bruder. ich meine es voll von mir. Vielen, vielen Dank. Wenn es von dir kommt, Bruder, ich weiß mega zu schätzen. Ich komme bald, dann machen wir endlich unsere Sparungseinheit. Sehr gerne, Bro. Aber mach locker dann bitte. Nein, das kommt von mir. Ich habe hier den größten Kampfsport-Experten Deutschlands auf jeden Fall am Start, und zwar Maestro. Oder jetzt kämpft gleich Manuelsen und Bösemann. Was ist seine Prognose? Oder ich sag mal so, der eine hat 30 Kilo mehr, 32 Zentimeter mehr Körpergröße, mehr Spannweite. Das Problem ist, die Fitness ist natürlich ein großes Problem und gleichzeitig auch, wie viel man einstecken kann. Ich bin Team Manu natürlich, aber ich habe kein Problem mit Bösemann so. Inshallah klären die das im Ring. Und ich wünsche, dass wir alle einen schönen Kampf sehen und der Sieger am Ende des Tages der ist, der besser ist. Okay. Schauen wir mal. Ich sag trotzdem Manuelsen. So, nach halbe Stunde Drama geht es jetzt endlich los mit dem Kampf. Manuelsen gegen Bösemann. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wir freuen uns. Bevor wir jetzt aber loslegen, erstmal 5 Sekunden Werbung für die besten Supplemente von Zack Plus. Mit diesen Supplements könnt ihr eure Leistung auf ein neues Niveau bringen und mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr immer 10% auf euren Einkauf. Manu sichert sich direkt Cage-Mitte. Ui! Schwinger, ui! Manuelsen muss ein bisschen die Hände hochnehmen. Ui! So, weiter geht's. Runde 2 läuft. Manuelsen muss ein bisschen aktiver werden, ja, der muss ein paar Schläge rausfeuern. Oh mein Gott! Uiuiuiui! Da ist ein bisschen wild geworden hier gerade. Da gab's fast einen Takedown! Der rechte Schwinger. Hoppa, nochmal rechter Schwinger. Ja, Manuelsen fängt an, mit dem Jab ein bisschen zu arbeiten. Das Problem ist, er wird immer wieder von dem rechten Schwinger getroffen. Zweite Runde geht auf jeden Fall an Bösemann, glaube ich. Nicht gedacht, ja? Das habe ich wirklich nicht erwartet. Respekt an Bösemann, er hat sich deutlich besser angestellt als erwartet. Manu hat es nicht geschafft, das zu machen, was er machen muss. Junge, wie kann man eigentlich so gut aussehen? Ist gut. Bro,
Das sieht einfach aus wie Tony Montana höchstpersönlich, aber noch besser. Was sagst du zu der Leistung vom Bösemann? So, ich habe immer zu Bösemann gehalten, natürlich ist er mein Landsmann, aber unerwartet. Ich hätte gedacht, Manuelsen, ich habe seinen Sparring und so gesehen, aber wie gesagt, Sparring und Kampf ist was ganz anderes. Er war zu, Adrenalin, man hat gesehen, er war paralysiert. Und Bösemann hat die Erfahrung schon mal vom ersten Kampf. Meinst du, das war ein bisschen einfach, ja, das Mindset, das war einfach dieses Rampenlicht, da war er überfordert damit? Ja, 100%. Du weißt ja, viele Kämpfer, die starren, wenn die Kamera an ist. Bösemann hat schon diese Erfahrung gehabt, hat ja schon vor einem größeren Publikum gekämpft. Und ja, aber ich bin sehr überrascht. Überrascht. Nein, ich bin sehr überrascht und bin sehr froh und sehr stolz auf Bösemann. Was sagst du zu dem Kampf von dir selber? Wie sieht deine Prognose aus? Wie sieht dein Gameplan aus? Also meine Vorbereitung in Thailand, die war sehr gut. Ich habe viele verschiedene Gyms besucht, habe mit den besten Kampfsportlern der Welt trainiert, habe dadurch viele neue Stile erlernt und auch natürlich viele neue Winkel. Und Mo Abdallah kommt vom Kickboxen und er braucht 10 Jahre, um diese ganzen Bewegungen zu adaptieren. Er kann jetzt den besten Trainer der Welt holen. Aber sobald seine Kondition ausgeht, sobald die ersten Bomben kommen, ja, wird er alles vergessen und wird liegen. Also Knockout-Prognose, ja? Ja, also wie gesagt, es kommt darauf an, wie Universum den Kampf gestaltet. Die haben jetzt schon auf 6 Runden reduziert. 6x3 oder 2? 6x3, aber der Kampf sollte eigentlich 8 Runden sein. Wahrscheinlich aufgrund von konditionellen Problemen von Mo. Aber ja, jetzt in der ersten Runde darf er auch Schild und Schwert benutzen vermutlich. Nach jedem Bodyshot darf er 3 Minuten Pause machen und ich muss Schattenboxen mit Hanteln machen. Ja? Keine Ahnung. Also ich bin sehr bereit, ich bin fit, ich habe meine Form jetzt schon erreicht. Was wiegst du gerade ungefähr? 103 Kilo. Stark. 103, was hattest du, bevor du in Thailand Training gemacht hast? 110, 112, ja. Aber wie gesagt, ich habe die ganze Zeit konstant durchtrainiert. Jetzt nicht auf Maximum Pace, aber mein 1-2 Mal am Tag. Deswegen war es für mich leicht, da einzuspringen. Aber es wird ein sehr interessanter Kampf und ich freue mich. Es ist eine gute Plattform. Why not? Auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste. Ja. Wir sehen uns sowieso nächste Woche. Ja? Nächste Woche. Ja, Leute, ich habe Video. Endlich. Nein. Ich drücke mich niemals. Leute. Endlich haben wir es. Mr. Business Worldwide hier ist seit Monaten in Thailand. War davor, was weiß ich, wo, weißt du? Waterfall, genau. Jetzt haben wir es geschafft. Nächste Woche Freitag drehen wir endlich unser kleines Sparring ab. Wir unterhalten uns da auch ein bisschen über den Kampf. Leider werde ich beim Kampf nicht live anwesend sein können. Ah, wo bist weil du? Ich bin da in Portugal und mache Junggesellenabschied von meinem besten Freund. Ja. Einen meiner besten Jungs. Deswegen. Ja, aber wir unterhalten uns nächste Woche und dann, ich werde den Kampf auf jeden Fall im Livestream verfolgen, während ich in Portugal auf der Sonnenliege chille. Vielen Dank. Ja. Viel gibt es eigentlich auch gar nicht mehr zu dem Ganzen zu sagen, ehrlich. Bösemann hat gewonnen, er hat besser gekämpft an dem Abend, er hat das, was er kann, besser umgesetzt und Manuelsen hat das, was er kann, nicht umgesetzt. Fertig. An alle diese ganzen hobbylosen möchtegern Kampfsportexperten, die jetzt da draußen sind und mir irgendwelche Paragraphen auf Instagram schreiben, gib mir nicht auf den Sack. Ja? Ich wusste von Anfang an, dass Bösemann gewinnen wird. Ich hab doch von Anfang an gesagt, Bösemann gewinnt. Unterschätzt niemals die Albaner. Spaß beiseite. Ey, ist halt so. Manchmal liegt man richtig, manchmal liegt man daneben. Man kann nicht immer recht haben. Das war's mit dem Video. Ja, war ein kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sind schon am Ende. Haut rein.